Willkommen zurück zu Hell Yeah, der Zorn des Nachts im Museum Karnickels. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play ins Kaninchen, und wir müssen hier in unserem Museum noch ein wenig mal für Ordnung sorgen. Da fällt mir gerade ein, wenn wir für Ordnung sorgen müssen, müssen wir natürlich ein anderes Outfit anziehen. Wie wäre es denn mit diesem hier? Zombie Nummer 5 und Jet Set Radio. Jetzt wissen wir ja auch, wie wir die Monster bezwingen können, müssen. Wir müssen diese Pyramiden in diese Teleporter schieben. So wird es gemacht, so und nicht anders, aber dafür brauchen wir natürlich eine Pyramide. Dafür müssen wir dort theoretisch hindurch. Das heißt, wir müssen ihn dort auch noch besiegen. Und das heißt, da drüber müsste das sein. Aber da drüber war, glaube ich, gar keiner. Okay, ich muss mal wieder eine Shotgun nehmen. Die hilft gegen diese Viecher, also gegen was hier so rumläuft. Und hier müsste einer rein. Hier müsste eine... Aber hier ist doch gar keine Pyramide. Da müsste ich die Tür noch öffnen. Okay, wir wissen, wie es geht, aber wir kommen nicht hin. Ist ja toll. Ja, ist ja fantastisch. Ja, so geht's auch. Ich bin aber immer noch kein Stück weiter, wie wir jetzt den nächsten besiegen, wo wir den nächsten besiegbaren Boss finden. Hier ist noch einer. Aber hier ist keine. Ah. Ah. Ah, ja, 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 ja. Ist ja richtig komplex. Muss man richtig überlegen. Hallo, das gab's ja bisher noch nie. So. Jetzt bist du da oben. Okay. Mann, Mann, Mann. Und das ist... Ich sag's jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, muss ich es wieder sagen. Das macht dieses Spiel irgendwie so fantastisch. Es ist prinzipiell simpel gehalten, aber es... Immer wieder ist da Neues, was einen überrascht. Und... man neu überlegen muss. Ah, oh, das war natürlich dumm. Das ist auch nicht gerade schlau gewesen. Ja, es wird immer dümmer. So. Nein, verdammt. Und wir sind, glaube ich, tot, ne? Macht 100 Schaden. Genau, fantastisch. Haben wir denn wenigstens schon den jetzt da oben? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir müssen wieder alles von vorne machen. Oh, scheinbar nicht. Hey! Evil Sugar, Baby. Das war, wie hieß er denn? Wer war das denn? War das Robin Williams? Ich glaube, das war Robin Williams, der jetzt vor kurzem leider verstorben ist. Ja, der hat den gespielt. Der hat einen amerikanischen Präsidenten gespielt. War ein amerikanischer Präsident, glaube ich. Ist schon lange her, dass ich den Film gesehen habe. Also, es kann sein, dass ich mich gerade auch irre. Ich glaube, das war Robin Williams, der dort einen amerikanischen Präsidenten gespielt hat.
Huswald? Nee, nicht Huswald. Es war einer auf Pferd. Oh mein Gott, geht weg, ihr verdammten Indianer. Mann. Ja, genau. Noch ein bisschen. Los. Ach, toll. Und das gab's ja auch. Ach, schon. Ernsthaft. Da gab's ja auch so einen T-Rex, der denn da umgelebt ist. So. Los, weg, du T-Rex da. Angreifen, angrafen. Geil. So, jetzt kann man mal gucken. Machst du einen Spell wieder? Wieder Leviathan. Okay, na gut. Ich würde auch Zeus gerne sehen und Daktator. Den würde ich gerne sehen. Ich würde Daktator gerne sehen. Hallo? Jetzt können wir die Fischis. Vielleicht fressen den Piranha Fischis. So. Weg ist er. Und jetzt dürften wir auch die nächste Tür geöffnet haben. Jene welche dort. Und so nähern wir uns doch mit großen Schritten dem Ende. Denn wir sind schon bei der totale Wahnsinn. Die letzte Tür, worauf wartest du? Genau das meine ich. Die letzte Tür. Aber da oben ist noch ein Monster. Aber wie komme ich dorthin? Vielleicht von dort unten. Vielleicht ist dort ein Teleprompter. Ja, genau. Ja, noch 70 Lebenspunkte. Das reicht völlig. Seht ihr? Und die Mucke ändert sich gleich mal wieder. Geil. Ah, hier ist sogar ein Miss Mops. Hey, Miss Mops! So. Yeah, T-Rex. Spikebone. Ich hasse alle anderen Fossilien. Die sind total alt. Bah. Bleib mir fern, verrückte FKKler. Ich bin nicht nackt. Nur um das nochmal mitzuteilen. Hui. Ah. Hey, du. Nein. Du bist so einer. Geh weg. Okay, dann holen wir unseren Rocket Launcher wieder raus. Komm nochmal her. Komm nochmal her. Hey, T-Rex. Oh Gott, ist der weit weg. Ach gut, das geht bei dem Schild natürlich nicht. Logisch. Wir müssen natürlich wieder warten, bis er sich umgedreht hat. Und wir hätten warten müssen, bis sich weiser umgedreht hat. Ja, das zeugt von Intelligenz und Taktik und... Und das vor allen Dingen. Hallo? Geil. Boah! Boy Brain! Wenn man zu sehr auf seine Waffen achtet, stirbt man, weil man irgendwo runterfällt. Naja, ich bin nicht inakt. Immer noch nicht. So. Nein. Geh weg. So, er kommt da wieder. Ha! Ach, ich hab sie gesehen. Verdammt. Ich hab's denn am Ende noch entdeckt. Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ach, Mann, nö. Da. Muss ich das nur noch irgendwie treffen. So. Ab. Marsch! In die Steinzeit zurück mit dir! Du wirst von einem Artgenossen gefressen. Wie passend! Mit Brille! Ja, Intelligenz gewinnt! Tragt eine Brille, dann seid ihr intelligenter, wie ihr seht. Und
wir alle wissen, der Intelligentere siegt und überlebt. Ja. Mhm. So sieht es aus, meine Freunde. So und nicht anders. Komme ich da hoch? Nee, komm ich nicht. Dann müssen wir doch hier lang. Ja, aber so kommen wir ja auch nicht lang. Na egal, vielleicht spawnen wir da oben. Dankeschön. Passt doch. Das passt doch ganz gut. So, dann können wir jetzt nämlich in die andere Richtung gehen. In die andere Richtung gehen. Da schläft jemand. Und sagen, alter Lord Nizza. Der Schlaf der Dame ist oberste Priorität. Mission 217 geheim. Eindringlinge gehen im Feuer zugrunde. Zum Glück spricht er nicht weiter. Die Stimme würde ich nicht lange aushalten. Wo ist er? Da. Wie? Was? Wo? Ach, da ist sie da. Dame. Fliegende Stühle? Hallo? Das ist eine Missionstür. Geht mal alle weg. 100... 101? Und das Portal da hinten sieht sehr strange aus. Soweit ich mich entsinne, gab es doch nur 100 Portale. 100 Monster. Ich dachte, das sind 101 Uhr der Herr der Stühle. Ja, natürlich. Geh weg, Herr der Stühle. Oh nein, das schon wieder. Nein! Beim letzten verkackt. Bin für sowas, für diese Art von Spielen nicht geeignet. Bin ich zu unkoordinativ. Und ich habe vermutlich viel zu wenig Guitar Hero gespielt, nämlich noch nie. Rock and Roll. So. Also ich glaube, da haben Leute, die Guitar Hero gespielt haben oder Äquivalentes, es gibt das ja als alles mögliche Instrumente. Es gibt ja, glaube ich, sogar eine Donkey Kong-Variante davon. Oder? Gab es nicht eine Donkey Kong-Variante auch? Wo man mit Donkey Kong mit den Bonga spielt? Also, nein, oh, ich habe vergessen, dass die Stühle Gegner sind. Nein, verdammt. Ich wollte doch da hoch. Da. So. Exit? Will ich eigentlich noch gar nicht. Und wir gucken einfach mal weiter, was hier noch kommt. Was bist du denn? Wo ist mein Rocket Launcher? Da. Duke Romeo. Meine Zeit ist gekommen. Die Hölle wird mein Königreich sein. Unser Königreich, Schatz. Du wolltest unser sagen. Ja, ja, natürlich. Trotzdem, kein Kanickel kann solch ein Reich regieren. Ab heute ist die Hölle eine Monarchie. Vorher war ich der Prinz des Universums, was auch dezent nach Monarchie klingt.
Hurra, ich lebe die Monarchie. Gott schütze mich. Abgefahren. Die Königsmorde waren immer mein liebstes Thema im Shakespeare Club. Ja, aber ich würde sagen, wir beschäftigen uns mit dem Königsmord, nachdem wir den Geist besiegt haben. So, erstmal machen wir nämlich den Geist weg. Und wie wir alle wissen, am besten besiegt man Geister mit Raketen. Und da wir das jetzt herausgefunden haben, würde ich sagen, Königsmorde machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss.